Liebe Genossen, Comrades in Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. Und es ist schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser heutigen 30. Jubiläumsepisode, Genossen. Wer hätte das gedacht? Ja, 30. Episode, sag ich. Wir sind im Jahr 1983 mittlerweile angekommen. Stimmt das Astral? Guck doch mal nach. Okay, ich versuch das mal. 15. April 1983. Ihr seht es selber, Genossen. Der 15. April. Wir sind mittlerweile mehr als 40.000 Einwohner hier. Ja, so 41.000 um den Dreh. Und nachdem ich mich nach meinem kleinen Urlaub hier wieder reingefuchst habe, ja, da war ich doch erstaunt über die Komplexität, in der wir uns hier mittlerweile befinden, Genossen. Ne? Nichtsdestotrotz ist es notwendiger, dass wir noch komplexer werden, denn Produktion des Treibstoffes wurde jetzt angegangen, also die Raffinerie läuft, Genossen, das ist eine gute neue Nachricht. Die Chemieproduktion zeige ich euch gerne, also die Chemikalienproduktion läuft wie eine Eins und viele kleine weitere Verbesserungen hier und aber auch offene Herausforderungen, offene Baustellen sozusagen. Und auch diese Zukunftsprojekte, das möchte ich gerne mit euch besprechen, Genossen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auch nach dieser kleinen Pause weiter mit dabei seid, wenn es denn losgeht. Bam, 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 bam. Ja, liebe Genossen, ich stelle mal die Uhr hier auf eine Stunde und dann legen wir los jetzt, ne? Ja, schön. Also, ich sagte, die Raffinerie läuft, Genossen. Und hier sehen wir es ja auch, ne? Die Raffinerie läuft, ja. Sie wird versorgt hier mit Arbeitern, die kommen per Trolleybus. Ich hatte euch das ja beim letzten Mal gezeigt, dass hier die beiden Trolleybushaltestellen sind. Ja, und abgeholt, das ist eine ziemlich lange Trolleybuslinie, muss man mal sagen. Die fahren dann hier lang, hier lang, hier lang. Und im Endeffekt fahren sie hier nämlich lang. Hier, 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 hier. Und holen sich hier die Arbeiter her, Genossen. Ne? Ihr seht es, da warten jetzt schon wieder welche. Also das ist unsere Haltestelle, die hier, auserkoren ist, um die Raffinerie zu versorgen. Sie muss läuft auch nicht auf voller Kraft, das gebe ich gerne zu, das seht ihr auch selber, aber das ist derzeit auch noch ein bisschen so ein Probebetrieb, der aber eigentlich ganz erfolgreich verläuft, Genossen, denn wir haben ja die Ölproduktion hier in unserem Waldgebiet angesiedelt, ne? Man sieht es jetzt nicht, oder sieht man es? Doch, ich kann es euch zeigen, wenn wir, schau mal, dann gehen wir hier auf Ressourcen, und lassen uns das mal anzeigen, ne? Ja, Astral, dann geh doch mal auf Ressourcen. Genau, da sind sie. Und wo ist das Öl hier? Wo ist das Öl? Gehen wir hier auf 3000 Meter. Ja, da ist das Öl, Genossen. Hier seht ihr es, ne? Hier sind unsere ganzen Ölpumpen versteckt im Wald. So ab und an brennt ja auch mal eine ab. Und ursprünglich wurde das Öl ja hier in diesem großen Speicher gesammelt und dann mit dem Zug direkt exportiert nach Frankfurt oder hier über unsere Bahnlinie. Einen der beiden Züge habe ich jetzt auch schon außer Kraft gesetzt. Nicht nur außer Kraft gesetzt, den habe ich sogar verkauft. Und den anderen konnte ich doch hier weiterlaufen lassen, da die Ölfördermenge ausreicht, sowohl diesen Speicher hier aufzufüllen, als auch unsere Raffinerie mit zu versorgen, Genossen. Na, und ihr seht es, hier ist dann unsere Pipeline der Freundschaft, die das geförderte Öl denn hier zur Raffinerie bringt, läuft entlang dieser Straße und füllt dann hier diesen Speicher. Dieser Speicher wiederum ist dann hier an die Raffinerie verbunden. Ihr seht es, hier sind dann auch, die ist gut gefüllt. Und gleichzeitig kann man hier an diesem Hafen dann aber auch noch Öl laden, Genossen. Das ist auch eine wichtige Zusatzeigenschaft, denn wir brauchen Ölladehafen. Allein schon für die Produktion hier zum Beispiel der Chemikalien. Ne? Wir sehen es hier in Berlikum, das ist ganz praktisch mit diesem Overlay hier des Öls. Da sehen wir, dass hier in Berlikum die Hafenanlagen, das hatte ich glaube ich auch in der letzten Episode schon gezeigt, auch dementsprechend erweitert wurden, dass jetzt hier ein Pumphafen mit dazugekommen ist, wo die Tanker sowohl Öl entladen können, das sehen wir hier, als auch Treibstoff. Ja? Hier haben wir auch zwei Fässer für Treibstoff sogar, ihr seht es. Und bei beiden liegt ein Schiff auf
am Kai und wartet darauf, dass der Verbrauch so weit fortschreitet, dass dieses Schiff dann wiederum zurückkehren kann zur Raffinerie und nachladen kann. Ne? Genau, Genossen, das ist hier die Versorgung mit Flüssigkeiten in Berlikum. Lass mich mal nachdenken. Ja, das ist auch eigentlich das, was Sinn macht, Genossen, ne? Dass wir den Treibstoff nicht hier an der Raffinerie abholen. Ihr seht es hier an dieser Straßenladestation für die LKWs. Da ist großes Chaos. Auf jeden Fall, na, großes Chaos ist übertrieben. Auf jeden Fall warten die Genossen hier ungehörig lange und verschwenden damit ja auch wertvolle Ressourcen, ne? Die Zeit und der Kraftstoff, Genossen, die stehen da im Stau. Komm nicht voran, das ist nicht gut, Genossen, das ist nicht gut. Jetzt ist es schon mal erforderlich gewesen, dass wir den Import natürlich aus Frankfurt oder abstellen, denn das ist ja auch die Absicht, Genossen. Aber, naja, das ist noch nicht die endgültige Lösung. Was mir vorschwebt, um diese unschöne Situation hier ein bisschen zu verbessern, Genossen, ist Folgendes. Und zwar, dass wir für Strausberg hier, ja, wahrscheinlich hier, Genossen, dass wir das hier wegreißen und hier in Strausberg auch einen Pumphafen errichten, um hier in Strausberg auch eine Ladestation für Treibstoff zu schaffen, Genossen, ja, so dass der Transport bis hierhin dann per Schiff erfolgt und die weitere Verteilung dann von hier aus erfolgen kann. In Berlikum selber hat es ja gezeigt, da haben wir es ja schon. Und mittlerweile ist auch ein Distributionsbüro hier so eingerichtet, dass die hier den Treibstoff abholen am Hafen in Berlikum und auf jeden Fall hier in den Berlikumer Tankstellen verteilen. Ne? Teilweise geht das denn, ja, hier lasse ich sie auch noch hinfahren, hier nach Balru und hier, diese Tankstelle wird auch noch mit aus Berlikum befüllt. Genau, Genossen, das ist schon mal eine gute, ja, Entlastung, auf jeden Fall für diese Straßenladestation hier, besser gesagt diese, wie heißt das, Flüssigkeitsladestation, ne? Die, ja, überfrequentiert ist, ihr seht es hier, ne? Schön wäre es natürlich, wenn wir in Eisenhüttenstadt, ich flieg mal rüber hier an den Hafen, wenn wir hier auch noch Flüssigkeitsladehafen mit einbauen würden, Genossen. Das wäre richtig gut. Dann könnte man nämlich den Treibstoff hier für diesen Teil unserer kleinen Republik, den könnte man direkt hier im Hafen dann anladen. Ne? Ja, das wäre auf jeden Fall ein Vorhaben, was mir so vorschwebt, Genossen. Die Ausbau unserer Treibstoffverteilinfrastruktur sozusagen. Für die Kolditzer Seite weiß ich nicht, ob sich das lohnt, Genossen. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ja unsere ursprüngliche Infrastruktur mit dem Fass und das alles, was für den Import von der Grenze vorgesehen war. Und ja, mit dem Terraform, hier sieht es natürlich gar nicht gut aus mit dem Kies, ne, Genossen. Ich kann mal hier probehalber gucken, wie es ausschaut. Von der Geschwindigkeit her, wie viele Baufahrzeuge wir hier haben. Das geht eigentlich ganz, naja, man sieht jetzt nichts, aber für Kies geht das eigentlich ganz gut voran, für Workers and Resources, Genossen. Also hier ist Terraforming möglich. Vielleicht würde es Sinn machen, dass wir dann für den Kolditzer Teil hier auch noch so einen kleinen Hafen anlegen, so einen Pumphafen, damit wir diese Zugdieselstation und das, und die Tankstellen hier auf dieser Seite dann auch noch per Schiff ansteuern können, Genossen. Ne? Zwar haben die hier ja auch diese wunderschöne Autobahn, aber die Engstelle ist ja eben hier die Ladestation. Denn das geht auf Dauer nicht, dass die Genossen hier alle dauernd im Stau stehen. Ne? Ihr seht es hier, manchmal ist der Stau auch ein bisschen länger, so wie jetzt. Und dann halten sie natürlich die Busse auf, die eigentlich zur Raffinerie wollen. Ja, das ist äußerst unschön so, ne? Ja. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn wir hier republikweit Ölladehäfen bauen würden, um die Verteilung des Treibstoffes zu ermöglichen, Genossen. Ja. Das ist ein neues Projekt, das setze ich mit auf die Tagesordnung, aber wenn wir jetzt an die Bauarbeiten gehen, dann ist die Zeit ja wieder so ruckzuck vorbei.
Das wollen wir auch nicht, Genossen. Ne? Wir wollten uns ja anschauen, was hier geschehen ist, denn ich hatte euch erläutert, dass die Raffinerie läuft, dass auch Arbeiter da sind, dass Öl da ist. Und so gewisse Restarbeiten hier hatte ich auch finanziert. Also da hatte ich nicht das Gesamtprojekt jetzt auf Eis liegen lassen. Denn, ja, Genossen, irgendwo ist auch unsere Lebenszeit begrenzt und wir müssen hier voran. Von daher haben wir da so kleine, was hatte ich denn? Ja, so hier genau diese Pipeline teilweise hatte ich gekauft. Dann musste das hier nochmal umgebaut werden. Weil diese Straßenüberführung, Genossen, Vorsicht, Falle, das will ich euch mal zeigen, das hat sich als Fehlkonstruktion wiederum erwiesen gehabt. Wenn, hier zeigt er ja an, dass hier noch weitere Ausgänge vorhanden sind zum Beispiel. Ne? Und da hatte ich ja teilweise auch an die Straßenübergänge mehrere Ausgänge rangehängt, wie hier zum Beispiel in der Vorfreude, ach, ist das angenehm, dann kannst du ja gleich noch als Verteiler benutzen. Ja, so funktioniert das aber nicht, Genossen. Also an diese Straßenübergänge, da kann nur ein Ausgang dran. Deswegen waren hier noch, kleinere Korrekturen, kleinere Umbauarbeiten notwendig. Und die haben wir aber gut erledigt. Und mittlerweile, ja, ist der Hafen komplett fertiggestellt. Auch die Feuerwehr, die hier vor Ort ist, ja, jetzt sind wir auf Pausemodus, Genossen. Gehen wir mal auf Play jetzt wieder. Ja, sehr gut. Auch die Feuerwehr, die hier vor Ort ist, wie ihr seht, die Arbeiter sind da, die Fahrzeuge sind da, sodass auch dieser gesamte Bereich hier relativ sicher vor Feuer sein sollte, Genossen. Ihr seht aber auch die Dringlichkeit der Herausforderung hier mit dieser Station zum Beladen mit Treibstoff, ne? Also das, da müssen wir uns relativ schnell drum kümmern, Genossen, denn hier die Abschnürung der Arbeiterversorgung, das ist ein Zustand, der nicht auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Ja. Ja, was haben wir bislang gemacht hier mit dem Treibstoff? Das habt ihr gesehen, der ist jetzt republikweit verteilt und stellt unter anderem unseren Eigenverbrauch an Treibstoff sicher. Gleichzeitig ist auch das Bitumen in Benutzung sozusagen für unsere Asphaltwerke. Darüber hinaus benutze ich es jetzt nicht wirklich. Ich glaube, 2 oder 3 Schiffe sind jeweils unterwegs und exportieren es in den sozialistischen Wirtschaftsraum, Genossen. Ne? Sodass wir hier den Brüdern in unseren befreundeten Volksrepubliken natürlich gerne was von unserem schwarzen Gold hier zukommen lassen. Und da seht ihr es auch schon, für den Export nämlich. Und das fand ich ganz nice, Genossen. Für den Export, da legt man ja nur im Routenplan hier die Startroute fest und geht hier oben dann auf 9 Stopp hinter der Grenze, ne? Und da wird hier der Kanal rege benutzt, Genossen, und das ist eine große Freude zu sehen, ja. Also der Kanal ist bislang der, ja, Bitumen-Export-Kanal sozusagen. Daneben, die LPG läuft gut, da gibt es eigentlich nichts zu klagen. Nö, nicht wirklich, ne? Nö, kann ich nichts berichten, also das lief gut, haben wir jetzt auch unangetastet gelassen. Das Konzept der Pflanzenversorgung ist allerdings ein bisschen deutlicher geworden. Das heißt, hier werden die Pflanzen abgeholt und der größte Verbraucher, nämlich jetzt die Pflanzen, Genossen, da mache ich auch mal das Overlay hier an, damit wir das sehen können. Der größte Verbraucher für die Pflanzen ist nämlich jetzt hier die Stofffabrik geworden, Genossen. Ne? Wenn die Maximum laufen würde, dann würde sie bis zu 100 Tonnen Pflanzen am Tag verbrauchen. Ne? Das ist natürlich eine absurde Menge von über 36.000 Tonnen im Jahr. Unsere Gesamtproduktion im letzten Jahr, die können wir uns mal anschauen. Ne? Letztes Jahr, die Produktion, das war denn inländisch, ne? Inländische Produktion. Und wo sehen wir das? Hier bei insgesamt und dann Pflanzen. Ja, das waren 22.245 Tonnen. Ja?
Also nicht mal unsere Gesamtproduktion, und das sind die Gewächshäuser in Berlikum, als auch die LPG Roter Stern, als auch die LPG in Kolditz. Die alle zusammen haben 22.000 Tonnen Pflanzen erzeugt, Genossen. Ja. Das sind gerade mal 2/3 von dem, was unsere Stofffabriken brauchen würde, wenn sie denn auf hoher Last fahren würde, Genossen. Nur von diesen 22.000 Tonnen, da haben wir natürlich auch welche verbraucht. Und das können wir uns mal hier anschauen. Beim Ressourcenverbrauch, da sehen wir, dass im letzten Jahr 12.640 Tonnen verbraucht worden sind, Genossen. Diese 12.640 Tonnen, die wurden verbraucht, um die Nahrung zu produzieren. Die wurden verbraucht, um Fleisch zu erzeugen, natürlich. Und mittlerweile werden sie auch in der Chemieproduktion verbraucht, Genossen. Ja. Das müsste sich eigentlich hier auch in einem gesteigerten Verbrauch zum Jahresende hin abzeichnen, obwohl ich jetzt auch nicht mehr genau angeben kann, wie lange die Chemieproduktion schon läuft. Das könnten wir aber sehen, indem wir einfach mal auf Chemikalien gehen, ne, Genossen? Na, die läuft wohl schon das ganze letzte Jahr, das kann ich sagen. Das kann 83 dieses Jahr, gucken wir mal so rum. Dieses Jahr Chemikalien. Ja, da hatte ich die Busse irgendwann mal zugewiesen. Ne? Ja. Dieses Jahr, wie sieht's denn letztes Jahr? Ich war dabei, das zu berechnen, nämlich der Unterschied von der Pflanzenproduktion und dem Pflanzenverbrauch sind mithin ja dann nur noch 10.000 Tonnen, Genossen. Das heißt, 10.000 Tonnen haben wir mehr produziert, als wir verbraucht haben. Verbraucht für den Alkohol, fürs Essen und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Das heißt, um unsere Stofffabrik, die 100 Tonnen am Tag maximal verbrauchen kann, anständig zu versorgen, Genossen, das können wir nicht leisten. Ja? Da müssten wir ja 100 Tonnen am Tag, das wären die 36.000 Tonnen im Jahr, minus 10.000 Tonnen, die wir jetzt derzeit schon haben, also als Überschuss derzeit haben im Jahr, bräuchten wir noch zusätzlich 26.000 Tonnen. 26.000 Tonnen Pflanzen im Jahr, das ist mehr, als wir derzeit gesamt erzeugen. Also derzeit diese LPG zusammen mit den Feldern hier in Kolditz, ne? Und die Gewächshäuser hier in Berlikum. Das heißt, die Stofffabrik auf volle Pulle laufen zu lassen, Genossen, das wird nicht drin sein. Und selbst auf halber Kraft bräuchte sie ja die Hälfte. Ne? Das heißt, das wären 50 Tonnen am Tag, das wären 18.000 ungefähr im Jahr, Pi mal Daumen, 18.000 Tonnen im Jahr. Wir haben aber nur 10.000 übrig. 10.000 Tonnen haben wir derzeit übrig. Das heißt, was wir machen können, wir können die Stofffabrik hier erstmal mit 25%, das entspricht zufällig hier auch 125 Arbeitern laufen lassen. Und dann sollten wir mit unseren 10.000 Tonnen Jahrespflanzenüberschussproduktion erstmal auskommen. Ja? Ja, Genossen, das sind die Überlegungen hierzu, was dazu geführt hat, dass eigentlich von der Logistik her die Pflanzen jetzt hier großteils produziert werden, hier im Speicher gelagert werden und diese Stofffabrik hier hat einen wunderschönen Pflanzenspeicher mit dazu bekommen. Den seht ihr hier. Na. Und aus diesem Modpaket, da gibt es auch verschiedene Modelle zu und ich meine, das sind auch die, wie heißen die, Pflanzen, die Silos, die in Stalingrad standen, Genossen. Die Modelle wurden hier auch mit eingepflegt, also hat sich jemand richtig Mühe gegeben und dieses Modell hier fasst zum Beispiel 22.000 Tonnen, Genossen. Ne? Das heißt, hier kann dann quasi eine 2-Jahres-Produktion zwischengelagert werden. Meint man nicht, dass das Ding so groß ist, ist aber so. Und derzeit ist es so, dass ich gesagt habe, hier die Gewächshäuser in Berlikum, ihr versorgt bitte vorrangig erstmal hier die Pflanzen für die Tierproduktion. Ja, das ist ja dieser ganze Bereich hier, unsere Mastanlage hier für die Rinder, Genossen. Ihr seht es, die Anlage läuft auch super, das ist gut gefüllt. Ja, und die brauchen natürlich Pflanzen. Ne? Das heißt, primär versorgt Berlikum hier diese Rindermastanlage. Daneben, Genossen, es wurde hier aus dem Volke, auch aus befreundeten Nationen,
angeraten. Astralsilber, die Hühnerproduktion, das muss laufen. Ne? Die Genossen wollen ihr Frühstücksei essen und da haben sie ja auch recht. Von daher haben wir auch mit Unterstützung hier unserer Hühnerzüchter Genossen haben wir eine LPG Großmasthuhn ins Leben gerufen. Und diese erzeugt nun wunderbares Fleisch hier, auch wenn das jetzt gerade nicht exportiert werden kann. Da müssten wir gleich mal hinterhergehen. Was heißt exportiert, nicht gerade transportiert wird. Und allerdings auch Essen, Genossen. Ne? Also zwei Produkte kommen hier hinten mal raus. Und auch diese Genossen brauchen Pflanzen als Rohstoff. Ne? Daneben dachte ich, ja, Astralsilber, da runde das Programm ab. Wir haben jetzt Rinder. Wir haben in Colditz die Fischzucht am Laufen, wir haben hier die Hühner, dann möchten die Genossen auch die Schweine noch dazu haben. Und da seht ihr das hier, dass das bei der Schweineproduktion ein bisschen besser läuft. Da haben wir es mit Lebendvieh zu tun, was wir quasi als Endprodukt erhalten. Und dieses Lebendvieh, auch wenn es hier als Rind abgebildet wird, ist natürlich ein Schwein, Genossen. Und ja, das wird dann direkt hier nebenan in die Schlachtanlage der Rinderproduktion transportiert und ergänzt dann dort in der Viehhalle den Tierbestand. Ne? Die Viehhalle ist ja hier sozusagen der Zwischenspeicher, hier müsste da sein, ne? Genau, ist der Zwischenspeicher sozusagen für die Tiere, die dann als nächstes dran sind, Genossen. Ne? Da kommt unsere gute Wurst her und habe ich das gebührend gezeigt? Ich denke schon. Ne? Damit sollten wir auch eigentlich alle verschiedenen Fleischsorten haben, die mir so eingefallen sind bisher. Wir haben die Fische, Genossen, wir haben die Rinder, wir haben die Schweine und jetzt haben wir auch die Hühner. Ja, das läuft, oder? Sehr gut. Was ist hier sonst noch dazu gekommen? Hier seht ihr nebenan die Anlage, naja, die Chemiefabriken. Davon gibt es zwei Stück, Genossen. Und die sind hier, ne? Hier gibt es die zwei Stück. Also das ist natürlich hier unsere Stofffabrik, aber hier sind die Chemiefabriken. Nur ich war gerade am Überlegen, nee, die Arbeiterversorgung hatte ich ja noch nicht hergestellt für die Stofffabrik. Da hatte ich nur das Limit erstmal eingestellt, genau. Schauen wir uns doch mal hier die Chemiefabriken an, Genossen, denn auch das ist ein wunderschönes Modell, finde ich hier. Die passen auch irgendwie alle ganz gut zusammen, ne? Mit dem roten Backstein, denn die Stofffabrik ist ja hier auch so von diesem Modell. Daneben haben wir hier noch Heizkraftwerk, ein kleines altertümliches Heizkraftwerk, Genossen. Und die Versorgung hier mit Kohle für Berlikum und auch für diese Heizkraftwerke, das läuft mittlerweile alles hier über unseren neu angelegten Schüttguthafen, Genossen. Denn das läuft gut. Das war eine gute Idee, das so zu machen, denke ich. Ihr seht es hier selber, dass wir hier zwei kleine Speicher haben. Der eine ist gefüllt mit Kohle, der andere mit Kies. Den Kies, den brauchen wir unter anderem hier für die Verarbeitung in den Chemiefabriken. Das heißt, diese Schüttgüter werden hier angeliefert, jeweils eine von diesen, ja, von Barkassen oder wie nennt man das, Motorbarke. Eins von diesen Schiffen liegt geladen im Hafen, wartet darauf, durch den fortlaufenden Verbrauch entladen zu werden und kehrt dann daraufhin entweder zur Kiesladestation nach hier vorne, ne? Nach Strausberg oder halt um dort Kohle zu laden, die kehren dahin zurück, Genossen. Ja, also das läuft gut, das ist ohne weitere Eingriffe hier so problemlos, ne? Und ihr seht es auch, dass die hier jeweils so eine LKW-Ladestation erhalten haben. Das heißt, die Beladung hier mit den Schüttgütern, das geht auch relativ schnell. Ja, da kann man nicht meckern, Genossen. Das war eine gute Lösung. Denn die Absicht ist ja hier, möglichst viel Verkehr zu vermeiden. Ne? Wir wollen ja hier nicht andauernd hin und her fahren und den ganzen Tag die LKWs hier nach Waloka oder nach Strausberg schicken, Genossen. Ne?
Das soll möglichst umwelt- und energieschonend vor allem. Und für uns dann auch ressourcenschonend, darum geht's ja, ne? Über den Wasserweg erfolgen, Genossen. Und ihr seht es auch, der Wasserweg hier ist ungebrochen populär. Also das sieht richtig gut aus mittlerweile. Nur, ja, die Geschwindigkeiten der Schiffe sind natürlich unterschiedlich. Und ja, da kommt es auch manchmal zu lustigen Situationen oder Kollisionen, wo sie sich anscheinend gegenseitig im Wege stehen. Aber bislang hat es noch keinen wirklichen Stau gegeben, in dem Sinne, als dass der Schiffsverkehr zum Erliegen gekommen ist, zum Beispiel. Ne? Also von daher ist es ein bisschen toleranter als der Straßenverkehr und sehr viel toleranter sicher als der Eisenbahnverkehr, Genossen. Ja, was kann ich euch noch über Berlikum erzählen? Stromversorgung läuft. Die Farm habe ich euch gezeigt. Hier die Großmastanlage kannten wir schon vom letzten Mal. Die Chemiefabriken, Genossen, da könnte ich nochmal hier über die Arbeiterversorgung sprechen. Dann versorgt werden sie auch über eine Trolleybuslinie. Jede Chemiefabrik hat eigentlich ihre eigene Haltestelle, auch wenn von jeder Haltestelle auch die andere Fabrik her zu erreichen ist. Ja, die Versorgung hier mit Kies, die seht ihr hier unten, ne? Da seht ihr, 14 Tonnen Kies hat er noch geladen. Das sind diese ganz alten Kipper, die wir auch nicht mehr kaufen können, aber die hatte ich hier recycelt, weil die fahren ja so gut wie nicht durch die Gegend. Die sind ja mehr hier so, so ein rollendes Zwischenlager sozusagen. Das heißt, diese Kies-Entladestation ist hier über ein Förderband angebunden, versorgt damit die beiden Chemiefabriken. Das Öl kommt über die Pipeline, das haben wir hier gesehen vorhin, ne? Das in dem einen Fass, welches ist eigentlich das hier, müsste sein, genau, hier, dass hier das Öl gelagert wird. Und das ist natürlich hier für die Chemiefabriken da, Genossen, das Rohöl. Genau, und die Pflanzen, die werden per LKW angeliefert, ne? Da habe ich auch kein Distributionsbüro benannt oder mit der Aufgabe betraut, sondern habe diesen Fabriken hier jeweils einen LKW gegeben und habe gesagt, du holst so lange, wenn du leer bist, dann fährst du wieder los, du fährst Pflanzen holen und sorgst dafür, dass die Chemiefabrik immer Pflanzen hat, Genossen. Ne? Also das ist jetzt nicht über ein extra Distributionsbüro geregelt. Ja, sonst finde ich es natürlich immer ein bisschen schade, dass hier die Eisenbahnlinien, die sehen natürlich super aus, Genossen, das will ich mal sagen. Ne? Und wenn man das mit Zügen machen würde, dann könnte man auch wunderschön hier mit Zügen arbeiten. Aber ja, es wäre auch irgendwie nice, die Option zu haben zum Anwählen hier bitte ohne Eisenbahnverbindung. Gerade wenn man das nicht benutzt, ne, dann nimmt es ja doch nur überflüssigen Platz weg. Ja, nichtsdestotrotz, Chemieproduktion läuft, die fertige Chemie wird abgeholt. Wird hier im Chemietower gespeichert, Genossen. Und der Chemietower ist auch der zentrale Verteilposten sozusagen für die Chemie. Denn wir hatten ja hier schon die Kunststoffindustrie angesiedelt und die Kunststoffindustrie, die braucht natürlich neben diesem Rohöl, ihr erinnert euch an die schwierige Pipeline, die wir hier beim letzten Mal gebaut hatten, brauchen sie auch Chemie und dafür haben sie hier noch ein Lager erhalten. Und dieses Lager ist auch gefüllt. Dem Lager ist ein einzelner LKW zugewiesen, der jeweils auch, wenn er entlassen ist, dann hier zum Chemietower fährt und Nachschub holt, Genossen. Ne? Sonst ist ja dieser Chemiehafen dafür gedacht, dann die Chemikalien auch republikweit zu verteilen, gerade auch in Hinblick auf die mögliche zukünftige Errichtung einer eigenen schlagkräftigen Automobilindustrie, Genossen. Ne? Von daher möchten wir hier höchste Mobilität auf den Wasserwegen für unsere Produkte haben und möglichst wenig Verkehr auf der Straße, sodass das Ganze hier nicht zum Erliegen kommt. Ne? Denn dafür, dass diese Anlagen hier so gut laufen, also ich meine, hier sind ja auch beinahe 200 Arbeiter, ja, 175, also ihr seht, eigentlich läuft es ganz gut hier in den Gewächshäusern, dafür, dass das so viele Leute hier arbeiten, haben wir doch hier relativ wenig Straßenverkehr, finde ich. Ne? Da geht sich das Ganze noch entspannt an. Und denke ich, haben wir hier auch ganz gute logistische Lösungen gefunden. Nichtsdestotrotz, Genossen, die Zeit rennt vorbei und ich komme auch nicht hinterher, hier an allen Fronten immer regelmäßig neue Baustellen zu eröffnen.
Denn auch das Feintuning und das Einsetzen der Fahrzeuge und andere Überlegungen, die man so treffen muss, die erfordern auch Zeitgenossen. Ne? Von daher habe ich, denke ich, euch jetzt Berlikum ganz gut gezeigt. Ne? Hier könnten wir mal noch zeigen, dass hier noch der Holzhafen fertig geworden ist, Genossen. Das seht ihr hier, das ist ein normaler Ladehafen halt, ne? Frachthafen klein, der hier an kleines Lager verbunden ist für 30 Tonnen Holz und dieses Holz ist auch für die Chemieindustrie. Ja. Hier wartet auch wieder ein Schiff, ne? Der hat jetzt noch 200 Tonnen Holz geladen. Dem habe ich aber auch gesagt, du musst nicht unbedingt voll laden und das macht er auch nicht, Genossen. Denn wenn dieses Schiff Holz holen fährt, dann fährt es nämlich hier hin. Ihr seht es, hier hin. Und hier ist ja auch nur so ein kleines Lager dran. Ne? Von daher kann er hier, lädt er hier seine 200, 300 Tonnen und dann fährt er auch los, Genossen. Und das reicht auch, das ist auch in Ordnung. Ja, in der Zeit haben die Genossen hier von den Forstbetrieben natürlich Zeit, dieses Lager wieder aufzufüllen. Ja, was ja nebenher quasi nur noch für die Fischzucht hier in Kolditz benutzt wird. Ne? Mal sehen, wie es hier läuft, Genossen. Hier hatte ich länger nicht nachgeschaut. Aber das sieht alles ganz gut aus. Pflanzen haben sie da, das ist super. Ja. Wird auch per Schiff antransportiert. Hier haben sie ihren Holzhafen und hier haben sie den Pflanzenhafen. Ja, wo ist denn das Schiff jetzt? Das würde mich mal interessieren. Die haben hier ein kleines Distributionsbüro, das ist dieses hier und das verteilt dann die Güter hier von den Häfen auf die vier Fischzuchten. Aber das Schiff ist wohl gerade unterwegs hier mit den Pflanzen. Und Nachschub oder auch nicht. Hier kommt Kohle angefahren. Wo wird die Kohle hingefahren? Ach, die kommt hier hin, Genossen. Die Kohle kommt hier hin, die ist hier für das Heizkraftwerk. Ne? Die Genossen hier haben ja hier so einen kleinen Hafen bekommen. Das ist immer noch relativ unzuverlässig. Ihr seht es hier, ich habe nämlich gerade wieder geschluckt, weil keine Arbeiter vor Ort sind. Hier müssten wir noch einen weiteren Bus eigentlich mit einsetzen, Genossen. Also ein B-1000 hier vielleicht noch mit auf die Linie zaubern. Ja. Das läuft ja jetzt auch schon 10 Jahre bestimmt, dass die immer eine kleine Pause darin haben. Das mache ich mal, Genossen. Ich kaufe mal ein B-1000 schnell. Und dann übertragen wir die Route drauf, in der Hoffnung, dass sich das verbessert dann ein bisschen. Also ein Fahrzeug kaufen, hier ein Bus. Und das war ein dunkelblauer, glaube ich, hatten wir hier, ne? Der hat zwei hinten, ja, aber das ist ein Baubus, ne? Das ist ein Baubus, Genossen. Ja, hier, damit kommt der Weißen, so. Und dann holen wir uns die Route hier noch runter und gut ist. Und starten. Ne? Sehr gut. Ja, dann kann das losgehen, Genossen. Ich werde mal einen Schluck trinken hier. Und wir können dann zusammen weiter schauen hier. Ne? Hier in Kolditz hat sich eigentlich nichts verändert, oder Astral? Denk mal nach. Naja, verändert hat sich natürlich hier die Herkunft für die Chemieprodukte. Die wurden vorher ja importiert. Mittlerweile haben die hier einen eigenen LKW für ihr kleines Lager und holen ihre Chemie auch am Chemietower ab in Berlikum. Die Chemie hier brauchen sie ja allerdings auch nur für diese Apfelfarm, die allerdings ja auch nicht hier wirklich zuverlässig auf voller Kraft laufen. Oder ihr seht es jetzt hier, voll sind mit Essen, was nicht abgeholt wird. Also hier muss am Feintuning, da muss nochmal nachgesteuert werden, Genossen, damit sich das Ganze auch lohnt, dieser Aufwand hier. Ja. Nee, sonst hat sich drüben in Kolditz nichts verändert. Die Nahrungsmittelproduktion läuft ja sehr zuverlässig. Das ist das wirklich Positive da. Ja, das muss man deutlich sagen. Also das ist auch noch hochfahrbar, also abskalierbar. Das können wir steigern, Genossen. Und auch die Transportwege und Zwischenspeicher dort sind noch nicht an der Belastungsgrenze. Formulieren wir es mal so ganz vorsichtig. Ne?
Ja, das habe ich euch gezeigt, Genossen. Die Chemieproduktion läuft. Wollen wir mal schauen hier, wie es läuft. 100, tja, die Hälfte der Belegschaft ist da in zwei Werken. Und hier sehen wir auch, dass ja, 36 Tonnen können sie speichern. Der LKW pendelt halt dauernd hin und her. Hier ist er wohl auf dem Hof. Deswegen wird das hier nicht mehr. Ne? Ja. Ja, damit denke ich, dass wir auch unsere Chemieproduktion ganz anständig hier aufgesetzt haben und dass die uns hier gute Dienste leisten wird, Genossen. Was noch fehlt bislang, ist die Arbeiterversorgung bei der Kunststoffindustrie. Das ist eine Baustelle, die ich noch nicht angegangen bin, weil ich auch dachte, na, Kunststoff brauchst du ja jetzt noch nicht wirklich. Ne? Die Kunststoff brauchst du ja eigentlich erst, wenn... ja, wenn du Elektronik selber baust oder Autos, ne? Oder andere Fahrzeuge, denke ich mal. Brauchen wir eigentlich in der Werft Kunststoff, Genossen? Das überlege ich gerade, ob unsere Werft hier Kunststoff verbraucht. Ja, hier brauchen wir Kunststoff, Genossen. Das heißt, hier würde es Sinn machen, für die Werft jetzt schon mal eigene Kunststoffe zu erzeugen. Ja. Stoff auch, ne? Kunststoffstoff, ja. Das heißt, die Arbeiterversorgung der Kunststofffabrik, Genossen. Wollen wir das mal schnell angehen? Das kann ja nicht so lange dauern. Da müssten wir nämlich eigentlich hier irgendwo eine neue Bushaltestelle einrichten. 100 Mann können hier arbeiten, 100 Mann müssen hier aber nicht arbeiten. Das wäre total übertrieben, ne? Die Frage ist nur, können wir noch weitere Busse hier eventuell auf die Trolleybuslinie raufschicken? Wollen wir hier mal schauen, wie das aussieht auf den Haltestellen? Ja, hier warten 70 Mann und hier 30. Das heißt, Genossen, dass wir eine neue Trolleybuslinie gründen, die hier die Arbeiter abholt. Und ja, wo muss er die hinbringen? Wie kommen wir da hin, ist die Frage, ne? Wie kommen wir da hin? Man könnte die Linie hier verlängern. Hier zur Trolleybuslinie. Schade eigentlich, dass diese Haltestelle hier, wenn diese Haltestelle ein bisschen weiter hier läge, dann würde das doch ausreichen, Genossen, um diese hier mit zu versorgen, oder nicht? Ja, nur liegt sie da leider nicht. Dann werde ich hier auf dieser Strecke, die sonst ja für den Güterverkehr weiter nicht wichtig ist, eine zweite Trolleybus-Haltestelle einrichten, was denn als Haltestelle dienen soll für die Kunststoffproduktion. Schauen wir mal, wo haben wir hier die Trolleybus-Trafo? Da ist die Haltestelle. Haben wir genug hier weggenommen? Tatsache. Okay. Oder doch nicht wirklich, ne? Ja, nicht wirklich. Er hat auch eine ganz kleine Möglichkeit. Jetzt komm mal. Okay. Ja, da müssten wir wahrscheinlich hier noch ein Stückchen mit abnehmen, damit wir das wieder verbinden können, weil es sonst zu kurz ist, Genossen. Ja. Okay. Das heißt, hier wird Trolleybus noch, denn können die anderen da durchfahren. Und das wird auch noch hier alles Trolleybus. Okay. Das wird jetzt gebaut, Genossen. Ja, da warten wir hier auf die Fertigstellung. Ah, er will hier durch und muss er denn? Ja, muss er. Muss er. Das heißt, hier das Stück müssen wir mal kaufen. Komm mal her, Genossen. Wir kaufen das jetzt mal eben alles hier und machen das jetzt fertig, oder? Was soll das? So. Sonst vergesse ich das doch nur wieder. Ach ja, und vielen Dank für die Hinweise und Kommentare unter dem letzten Let's Play-Video, gerade was den Abriss der Stromlinien hier angeht, Genossen. Das hatte ich natürlich wieder komplett übersehen gehabt und habe diese dann auch wieder hergestellt. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist eine weitere Trolleybushaltestelle gebaut. Wir brauchen jetzt Trolleybusse, um die Linien zu gründen. Hier stehen auch noch zwei rum, Genossen. Das heißt, dann schicken wir einen zur linken Haltestelle und einen zur rechten Haltestelle.
Und jetzt sollte das ausreichen, um hier so ein bisschen Kunststoffproduktion zu starten. Auch wenn diese Haltestellen natürlich schon super viel benutzt werden. Da kann er auch Pech haben, dass er mal gar niemanden mitbekommt. Die linke Haltestelle haben wir angesteuert. Start. Und die rechte, die packen wir uns jetzt gleich. Hier ist nämlich noch der eine Bus. Kriegen wir den so, Australia? Ja, hast du. Sehr schön. Nice. Also hier steuern wir den nochmal an. Und hier hinten muss der hin. Hier muss der hin, Astral. So. Okay. Jetzt würde ich aber denn der Haltestelle auch noch sagen wollen, dass er dann bitteschön auch hier in die Kunst. Wie, es gibt keine Verbindung. Ah, weil dieses Stück Straße noch nicht fertig ist. Ja, das kann sein, ne? Ich wollte ja der Haltestelle nämlich sagen, hier, ich kaufe diesen kleinen Zippel jetzt auch noch, dass sie bitteschön dann auch in die Kunststofffabrik gehen und nicht hier noch in der Chemiefabrik mithelfen wollen. Ja. Von daher sagen wir das auch nochmal, fügen sie ein Gebäude hinzu, das ist jetzt die Kunststofffabrik und alle Arbeiter, die hier ankommen, gehen dann da auch hin. Okay, ja, dann können wir eigentlich hier abwarten, wie sich das entwickelt. Für die Kunden des Chemiefabriken meine ich, dass ich jeweils 3 Busse pro Haltestelle nur habe. Ja, und ihr seht ja, boah, jetzt sind es gerade wenige, jetzt sind es gerade mal 60. Hier sind es 180 dagegen. Also, es ist nicht immer vorhersehbar, wie viele Arbeiter denn da auch wirklich vor Ort sind. Aber es reicht auf jeden Fall aus. Es reicht auf jeden Fall aus, um hier Chemie in Mengen zu produzieren, die ungesehen sind vorher, ne? Denken wir mal dran, dass die Vanillafabrik, glaube ich, die Vanillachemiefabrik hat ein Produktionsvolumen von 0,5 Tonne am Tag. Also das ist ja gerade mal nichts, ne? Und hier sprechen wir über 5 Tonnen am Tag, Genossen. Das ist die 10-fache Menge. Gleichzeitig verbraucht auch diese Fabrik hier all die Ressourcen, die auch die normale Vanillachemiefabrik benutzt. Und auch in dem richtigen Verhältnis. Verbraucht auch benötigt auch die Arbeiter in dem richtigen Verhältnis, ne? Von daher ist das mal überhaupt sowas von gar nicht cheaty und macht richtig Spaß, sowas, Genossen. Ja. Gut, dann haben wir eigentlich hier eine Arbeiterversorgung hergestellt. Ich würde eigentlich ganz gerne mal sehen, dass der Erste hier zur Arbeit kommt, Genossen. Wollen wir mal warten hier? Komm mal her, dann hauen wir mal die Beschleunigung rein. Und ja, seht ihr mal, da sind schon die ersten Leute auf der Arbeit. Sehr gut. Kunststofffabrik qualmt auch vor sich hin. Dann können wir wieder hier auf normale Geschwindigkeit gehen. Okay. Die Absicht war nämlich, dass hier die Chemie, genau, hier sind die Chemikalien, die haben hier einen eigenen LKW. Jedes Mal, wenn der LKW leer ist, hatte ich ja vorhin schon erläutert, fährt er hier hin zur Straßenladestation, holt Nachschub an Chemikalien, füllt dann das Lager hier wieder auf und das ist unser Lager für die Kunststoffe, ganz genau. Und ja, das läuft, Genossen, das seht ihr, ne? Tonne um Tonne wird hier reingefahren. Dann würde ich ganz gerne jetzt unseren Docks hier sagen, dem Distributionsbüro, was für den Einkauf des Kunststoffs zuständig ist. Können wir hier ran? Alle verbundenen Fahrzeuge. Fahrzeuge mit diesem Gebäude im roten Plan. Das sind Busse. Zeigt er mir leider nicht an, wo dieses Distributionsbüro ist, was sich jetzt hier um die Docks kümmert. Ne? Das müsste aber hier irgendwo sein, Genossen. Das ist es nicht. Es ist das hier. Ja, ne? Ja, das ist es hier. Lager Elektronik und Plastik. Lager Stoff. Lager Komponenten. Elektronik und Plaster. Ja, das heißt, dieses Lager hier, das müssen wir uns mal anschauen, weil hier die Kunststoffe gelagert werden, die bislang wahrscheinlich dann durch dieses Distributionsbüro, werden die eingekauft hier direkt in Frankfurt. Ja, das können wir jetzt nämlich rausnehmen hier. Kunststoffeinkauf brauchen wir nicht mehr an der Grenze machen.
Elektronik noch, ja. Stoff auch, okay. Aber Kunststoff holen wir jetzt aus Berlikum. Naja, ist auch super nah dran eigentlich, ne? Muss mal schauen, dieses Lager hier, jetzt ist die, der Speicher, also nochmal das Ganze. Weil dann ist die Verbindung weg. So, Kunststoff holen wir jetzt hier aus dieser Straßenladestation. Und beladen, sagen wir, nur Plaste. So, ja, das müsste eigentlich so gut sein, ne? Straßenladestation. Hier kann er nur elektronisch. Bei Frankfurt kann er nur Elektronik und Stoff. Okay. Ja, das müsste passen. So, jetzt müssten wir eigentlich hier den einzigen Kunststoffverbraucher bei uns in der Republik, das sind die Docks, den müssten wir jetzt auf die eigene Kunststoffproduktion noch umgeschaltet haben. Okay. Ja, Genossen, da werde ich nochmal hier zum Getränk greifen. Cheers. Hier das Problem mit der... Ja, das sieht nicht gut aus, Genossen, ne? Das sieht nicht gut aus. Manchmal stellen sie sich auch in zwei Reihen hin, meistens nicht. Ja, das müssen wir verändern. Aber das würde die Errichtung der zusätzlichen Pumphäfen bedeuten, ne? Das wäre die Dezentralisierung hier unserer Treibstoffversorgung, was natürlich eigentlich auch ratsam ist, Genossen. Ja... Nur das jetzt anzugehen, ist das nicht ein bisschen zu großes Vorhaben, Astral? Ja, vielleicht schon. Trau mich kaum auf die Uhr zu schauen. Naja, viel Zeit haben wir auch nicht mehr gelassen. Berlikum. Also Berlikum gefällt mir wirklich gut, muss ich mal sagen. Das wird eine richtig schöne Industrieanlage hier so, ne? Und bislang, finde ich, läuft das Ganze ja auch ganz harmonisch. Wir können noch mehr Arbeit daran fahren durch Intensivierung des Trolleybusverkehrs. Gleichzeitig kommen sich die Trolleybusse und die LKWs nicht sonderlich ins Gehege, sag ich mal. Was noch sinnvoll sein könnte, wäre ein bisschen zusätzlicher Winterdienst. Nur, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau sozusagen. Hier läuft unsere Kunststoffproduktion jetzt, aber hallo, läuft die hier mit beinahe 100 Mann. Das muss auch nicht sein, Genossen. Das muss auch nicht sein. Hier 50 Mann reichen dicke. Denn so hoch ist der Verbrauch ja hier nicht bei uns. Ja, da haben wir schon 50 Tonnen erzeugt. Ja. Und die Chemikalien müssten auch gut runtergehen. Ja, gehen sie auch fast da. Das ist immer an. Hier, wie sieht es hier aus? Das ist nämlich der LKW, der jetzt die Chemikalien gelagert hat. Jedes Mal holt er 5 Tonnen hier aus dem Chemieturm. Und der ist aber auch mittlerweile gut gefüllt. Ja. Dadurch, dass dieses Lager hier parallel gefüllt wurde, hier passt ja viel mehr noch rein als in den Chemieturm, ist natürlich auch die Produktion von 1-2 Wochen hier unserer Chemiefabriken komplett in diesem Lager der Kunststoffindustrie verschwunden. Ne? Nur, das soll uns nicht hindern. Ja, so langsam füllt sich hier der super große Sonderspeicher der Pflanzen für die Stoffindustrie, Genossen. Und damit haben die eigentlich Stoff. Ja, Stoff haben sie. Und Chemikalien. Wie machen wir das mit den Chemikalien beim Stoff, Genossen? Wie viel brauchen die denn? Verbrauch bei maximaler Produktion. Wir haben gesagt, ein Viertel würden wir es laufen lassen wollen. Ein Viertel. Naja, das ist nicht mal eine Tonne. Das ist nicht mal eine Tonne, Genossen. Dann könnten wir wieder den LKW-Trick durchführen und sagen, hier ein LKW zuweisen. Das mache ich jetzt mal. Ein geschlossenen LKW, der auch zum Chemieturm hinfährt und bei Bedarf, denn dort Chemikalien lädt. Haben wir hier noch einen übrig. Hat der noch was geladen? Ne, eigentlich nicht. Ne? 1,4 Tonnen Chemikalien, reicht das, Genossen? Hm. 2,7, das reicht auf jeden Fall, denke ich. Dann nehmen wir den hier. Ein B50. Nehmen wir den in Grau. Fällt das nicht so auf, sondern haben die Leute auch Angst hier, wenn der da... Ach nee, ja...
Das wäre schön, nur hier mit Gedanken jetzt die Route übertragen, Genossen. Nein, wenn man den so farblich auffällig macht, dann denkt die Leute ja, oh Gott, und so verschwindet er mit dem Alltagsstraßenverkehr. Wir haben gesagt, bitte hol beim Chemieturm, bei der Straßenladestation, Chemikalien ab. Beladen, warten, müssen beladen, braucht man eigentlich nicht sagen, hier holst du Chemikalien. Und ist das richtig, was ich gerade denke, Genossen? Hier holst du Chemikalien, sage ich. Wo sollten die denn jetzt hin, Genossen? Irgendwas habe ich verdaddelt. Also nochmal das Ganze. Die Chemikalien. Den geschlossenen LKW. Ach, der Kunststoff. Ja, den Kunststoff, das hatte ich ja erledigt mit der Werft. Aber die Chemikalien jetzt, wo sollten die denn nochmal hin, Genossen? Sag ich mal. Hier werden sie abgeholt. Hier werden sie auch abgeholt. Sehr gut. Die Versorgung läuft. Pflanzen und alles ist da. Ja. Bei der Kunststofffabrik hatten wir doch Chemikalien da. Der Speicher wird beliefert. Hier wird der Kunststoff zwischengespeichert. Sehr gut. Hier ist die Straßenladestation dafür. Das haben wir auch. Okay. Ach, hier für die Stoffindustrie. So weit waren wir jetzt schon, ne? So weit waren wir schon, Genossen. Ja, seht ihr mal. Also so viele Industrien hier, die es zu bedenken gilt. Und mein W50-LKW hatte die erste Station. Er soll laden. Genau. Und hier in der Stofffabrik entladen. Und hier warten, bis er entladen ist. Ja, das macht Sinn. Okay, das heißt, er pendelt jetzt so lange hin und her, bis die Stofffabrik voller Chemie ist. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne? Ja. Nice, nice, Genossen. Das ist gut so. Ja, damit bereiten wir hier langsam die Stoffproduktion vor. Die Pflanzen müssten wir hier direkt aus diesen beiden Straßenladestationen abholen. Ja. Denn ich will nicht in diesen Pflanzenkreislauf hier eingreifen. Nein, die Pflanzen kommen astral. Was erzählst du denn? Die Pflanzen, dafür haben wir doch einen riesigen Pflanzenspeicher hier. Ja, das stimmt. Das heißt, die Pflanzenversorgung läuft eigentlich, ne? Und wir könnten hier eventuell noch ein kleines Distributionsbüro zusätzlich mit errichten, was den Job kommen könnte, die Pflanzen hier von den beiden Speichern hier mit rüber zu schaffen. Ja. Denn hier wird die Anlieferung erfolgen der Pflanzen hier von unserer LPG-Genossen. Auch wenn bislang hier die Transportintensität ja noch nicht gegeben ist. Wie läuft es eigentlich hier bei unserer Bauernschaft, Genossen? Wir sind jetzt hier Anfang Juni 83. Ja, die Felder sind alle bestellt, es wächst, man kann sich nicht beschweren. Ne? Das sieht ganz gut aus, ja. Und unser Bitumenlager, ist das durch die Exporte weit genug runter? Ja, das sieht auch gut aus. Denn als ich vorhin die Exporte begann, da waren wir so bei 4000 Tonnen. Und das scheint jetzt zu genügen, mit zwei Schiffen hier den Export durchzuführen. Ist hier eins unterwegs, Genossen? Hier seht ihr mal. Haben wir den gepackt? Ja, ne? Nee, der Genosse ist hier mit Essen, der Essenexporteur. Ja, da hatte ich eigentlich um die Pflanzensituation... Ja, Genossen, den können wir nämlich rausnehmen. Den möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr laufen lassen, den Essensexporteur, weil mir der zu viele Pflanzen verbraucht. Das hatte ich gemacht, um hier die Nahrungsmittelfabrik in die runde Brotfabrik hier in Kolditz nämlich ein bisschen unter Feuer zu halten. Aber dann sagen wir ihm... Ach, was sagen wir ihm denn? Mal her, das sagen wir ihm jetzt hier. Verkauft haben wir ihn, weg ist er. Das heißt, hier wird kein Essen mehr exportiert. Ja, das brauchen wir nicht, Genossen. Was wir exportieren, sind High-End-Produkte und nicht hier Nahrung. Ja, das,
Auch der Alkoholexport, ich weiß nicht, ob ich den wieder deaktiviert hatte. Müssten wir mal schauen hier. Export im sowjetischen Raum. Ne, bislang Strom, Öl, Bitumen dieses Jahr. Was haben wir exportiert? Ja, immer noch. Stahl, okay. Öl, ja. Und Bitumen. Ja, das lohnt sich natürlich richtig, Genossen. Ne? Der Bitumen-Export, ihr seht es hier, das bringt ja über 1 Million teilweise. Pro Lieferung. Ne? Das sind die 3 Punkte da, das sind ja 1.300.000 oder so. Junge, Junge, hängt wohl auch ein bisschen vom temporären Bitumenpreis ab. Auch der Stahlexport lohnt sich richtig, sehen wir auch hier mit den über 4 Millionen Einkünften. Ja. Ja, das lohnt sich, Genossen, das lohnt sich. Hier sehen wir unsere Ölexporte. Ja, schlagen auch immerhin noch mit 3 Millionen zu Buche. Und solange wir das Rohöl hier nicht benötigen in Leuna, ne, da können wir das auch so weiterfahren lassen. Hier schauen wir mal, wie ist denn das? Ihr seht es hier. Also trotz des Verbrauches unserer Raffinerie und trotz des Rohölexportes ist unser Speicher ja immer noch gut gefüllt hier mit 10.000 Tonnen. Das ist wirklich ein riesiges Ölfeld, was hier in kleinen Kuwait schlummert, Genossen. Ja, sonst die Holzindustrie läuft auch gut hier. Das ist relativ ereignislos und da freut man sich ja drüber, ne? Denn Neuigkeiten hier bei uns in unserer Republik sind ja eigentlich immer schlechte Neuigkeiten. Und das gilt es zu vermeiden, Genossen. Hier werde ich mich offline sozusagen drum kümmern müssen. Diese Situation hier ist unhaltbar. Ja. Aber hier werden wir jetzt nicht eine neue Ladestation mit einer längeren Straße einbauen, damit die LKWs hier mehr Platz haben zum Warten, weil das ist nicht die Lösung, die mir da vorschwebt, Genossen. Ne? Sondern hier wird das republikweite Binnenschiff-Konzept ausgebaut werden und das wird die Verteilung des Treibstoffes übernehmen. Ja, und ich denke auch, dass wir hier, das ist wieder das Problem mit den kleinen Häfen, das sehen wir hier, dass ab und an muss man ihnen dann wieder sagen, dass er weiterfahren soll zum Tanken, weil diese kleinen Mini-Häfen mit dem Lager eben keine Treibstoffvorräte haben. Ne? Ja. Nur was wollte ich sagen, Genossen? Das Treibstoffkonzept muss überarbeitet werden. Die Dezentralisierung ist das Ziel. Das heißt, ein Hafen für Kolditz, ein Hafen für Strausberg und ein weiterer Hafen für Eisenhüttenstadt. Denn hier auf dieser Seite, da werden wir ja gewaltige Verbräuche von Treibstoff haben, Genossen. Ne? Und die gilt es auch hierher zu schaffen. Und da will ich hier keine Pipeline über Land legen. Das machen wir nicht, Genossen. Ne? Das ist viel zu störanfällig. Hier kann ich euch auch mal zeigen, dass eigentlich der Fortschritt, den wir mit dem Ausbau der Kohleverarbeitung gemacht haben, dass das auch ein nachhaltiger Fortschritt ist, Genossen. Denn ich hatte ja erst nur diese 5 Kohleverarbeitungsanlagen, die hier schön in der Reihe platziert sind, errichtet. Dann aber festgestellt, dass aufgrund unseres Stahlexportes unter anderem, ne, also der größte Kohleverbraucher ist das Stahlwerk. Schauen wir mal, wie viel haben die inländische Produktion. Allein mal dieses Jahr. Was haben wir dieses Jahr? Eine inländische Produktion an Kohle produziert. Das würde mich mal interessieren, Genossen. Hier, wo haben wir hier die Kohle? Hier haben wir die Kohle. Ist das dieses Jahr? Nee, ist nicht dieses Jahr. Dieses Jahr. Wo haben wir denn hier die Kohle? 45.000 Tonnen, Genossen. Ja gut, Kohle im Wert von 4 Millionen auch, ne? Daneben haben wir erzeugt Öl im Wert von 10 Millionen. Oh, das läuft eigentlich ganz gut das Jahr soweit. Also, Kohle 45.000 Tonnen. Ihr seht, die Verbräuche hier sind enorm. Die sind wirklich gigantisch. Und da kamen unsere 5 Kohleverarbeitungsanlagen ja nicht sauber hinterher, Genossen. Daraufhin hatte ich ja hier einen zweiten Schacht errichtet, da wir glücklicherweise hier in der Situation sind, ein größeres Kohleflöß unter uns zu haben.
was dazu geführt hat, dass die Produktion von dem sogenannten Kohleerz sich angenehm gesteigert hat. Ja, nur konnte das denn nicht vollständig verarbeitet werden, so dass ich dann auf die Idee kam, hier drei weitere von den Kohleverarbeitungsanlagen zu errichten. Ja, die auch praktischerweise hier direkt mit an den einen Eingangsspeicher angeschlossen sind und gesammelt ihre verarbeitete Kohle hier mit in das System einspeisen. Ne? So dass, ja, das eigentlich eine ganz angenehme Art und Weise des Anbaus, der Erweiterung war, ne? Wenn dann nicht die grundlegende Infrastruktur erstmal geschaffen werden muss, sondern quasi so ein kleiner, wie kann man sagen, ein Turbo mit ins System hier geschraubt wurde, ne? Ja, so dass die Kohleproduktion jetzt mittlerweile ausreicht, um die hier ankommenden Schiffe dann zu versorgen. Ihr seht es hier, auch der Kohlespeicher ist gut gefüllt. Das ist besser jetzt als zuvor, ne? Zuvor lagen halt sehr viele von diesen Schiffen hier dann jeweils auf Rede, haben gewartet, weil es hier einfach nicht weiterging. Und daneben habe ich auch habe ich euch das schon gezeigt hier, Genossen? Ich wollte das ja immer mal bauen, dieses Fließkraftwerk, ne? Dieses, was nur seine Energie aus der fließenden Kraft des Flusswassers holt, Genossen. Und ihr seht es hier, die Produktion, oder besser gesagt, die Leistungskapazität ist natürlich sehr gering, ne? Wir sprechen hier über 2,7 Megawatt. Dennoch, das eine Megawatt wird auch so abgerufen und das andere Megawatt, oder besser gesagt die anderen anderthalb, die werden wahrscheinlich jetzt abgerufen, seht ihr hier, weil es jetzt so ist, dass die Schiffe, die während des Ladens ja hier enorme Mengen Strom verbrauchen, ne? Da gehen die Häfen ja hoch, das ist ja unglaublich. Das hatte nämlich zuvor auch dazu geführt, dass in Strausberg ganze Stadtviertel vor allen Dingen dann nachts mit Flackerlicht da saßen, weil einfach das Beladen der Schiffe so viel Energie gezogen hat, Genossen. Und hier haben wir jetzt einen kleinen unabhängigen Booster sozusagen mit im System, der dafür sorgt, dass das Beladen der Schiffe im Hafen dann doch ein bisschen schonender für unser Gesamtsystem verläuft. Ne? Was ich eigentlich hätte hier noch mit erwähnen können, Genossen, für die Verarbeitungsanlagen, da saht ihr auch, dass hier noch zwei kleine von den Dieselgeneratoren mit aufgebaut sind. Das auch als Notfallmaßnahme für den Fall, ja, dass unsere Kohleverarbeitung hier mit zum Erliegen kommt, was wir natürlich nicht wollen, Genossen. Ne? Und gleichzeitig seht ihr auch so, dass der Strom, ja, hoppala, da ist die Stunde schon wieder rum, dass der Strom auch so abgerufen wird und so dem System auch so mit zur Verfügung steht. Ne? Und wurde auch schon mal mehr abgerufen hier, aber gerade um diese Volatilitäten, sagt man das so, ja, ne? Gerade um die Volatilität hier im System auszugleichen, da empfehlen sich jedoch diese Dieselgeneratoren sehr, finde ich, ne? Also da bin ich Fan von, Genossen. Das, die gleichen das super aus, ja. Denn hier diese Leitung ist ja doch begrenzt und weitere Leitungen hier mit ans Kraftwerk hängen, will man denn auch nicht unbegrenzt, weil das Kraftwerk ja auch über gewisse Leistungsreserven verfügen muss, Genossen. Und wir sehen ja eigentlich, die Stromversorgung ist jetzt hier dauerhaft stabil. Auf jeden Fall blinkt jetzt hier nichts, ne? Und das ist wirklich eine große Freude zu sehen. Ja. Genossen, von daher, die Kohleversorgung ist verbessert worden. Das, was noch verbessert werden kann, ist der Arbeitereinsatz sicherlich in den Gruben. Also hier sehen wir jetzt 185, da geht noch was. Und hier sind es weniger, weil hier nur 3-4 Busse hinfahren. Das sind nur 70, seht ihr auch so, ne? Gleichzeitig kommen wir auch wieder nicht hinterher, das Kohleerz zu verarbeiten. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache einfach, weil jetzt zu viel Kohle hier auf Halde liegt, besser gesagt, weil hier kein Platz mehr ist. Ne? Die Speicher sind alle voll, Genossen. Wir produzieren mehr, als abgefragt wird derzeit. Das ist gut, denn gerade bei so einem Basisrohstoff wie Kohle, der ja unsere gesamte Wirtschaft hier am Laufen hält, ne?
da wollen wir doch überversorgt sein, Genossen, und nicht andersherum. Ja, das war die Kohleindustrie hier in Strausberg, das war unsere Raffinerie hier in Leuna, Genossen. Die LPG wartet auf die Erntesaison. Okay, wir haben uns die Chemieindustrie angeguckt. Ich denke, dass wir beim nächsten Mal dann auch die Stoffindustrie hier ans Laufen gebracht haben. Ja, ne? Müsste doch eigentlich sein, Genossen, weil ihre Pflanzen können sie hier abrufen. Haben sie Strom? Ja, Strom hat er auch. Hat er Strom hier? Strom hat er auch. Sehr gut. Eigentlich sagt er denn, er hat keine Pflanzen? Nein, er sagt nur, er hat keine Arbeiter. Okay. Das heißt, hier müsste nur die Arbeiterversorgung hergestellt werden für die Pflanzenindustrie. Für die Stoffindustrie, Genossen. Ne? Nur das wäre auch, denke ich, mit weiteren Bauvorhaben hier verbunden. Insofern, als dass man diese Plattenbausiedlung hier ein bisschen ausbaut, weitere Abholstationen schafft oder diese eventuell hier mit benutzt. Hm? Müsste man mal schauen. Aber ich will jetzt auch nicht die Bushaltestellen übernutzen, um eventuell spätere zusätzliche Busse noch möglich zu machen. Und das ist ja nun mal unsere Stelle hier, unsere Bushaltestelle für die Raffinerie. Ne? Ja. Nee, ich denke, was ich hier machen werde, ist folgendes, dass ich mal schaue, welche Wünsche hier noch offen sind, dass wir die entsprechenden Servicegebäude gegebenenfalls hiermit errichten und dieses Plattenbauviertel hier so weiter ausbauen, dass wir hier noch ein paar tausend zusätzliche Arbeiter unterbringen können, die dann auch dieses Gebiet hier zusammen mit der Stoffindustrie, die ja jetzt nur die 125 Mann benötigt aufgrund unserer unzureichenden Pflanzenversorgung, um auch die Stoffindustrie dann zu starten, Genossen. Ne? Ja, genau. Und beim nächsten Mal, da denke ich auch, sollten wir hier mal weitermachen, in Eisenhüttenstadt. Das Regierungsviertel ist ja gebaut, Genossen. Nur steht es hier jetzt ohne Funktion, eine leere Hülle sozusagen, und das Ganze hier mit Leben zu füllen. Ja, das denke ich, ist auch ein weiteres Vorhaben. Aber das sind so viele Baustellen, an denen wir hier unterwegs sind. Lasst mich damit nicht alleine. Ich freue mich wieder über eure Kommentare zu diesem Video, über eure Likes. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht euch ein Abo vom Kanal hier vom Astral Silber. Da freue ich mich auch drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.